Du bist da nicht gesessen an meinem Bett, das wüsste ich noch. Und ich war tot. Ich war einmal tot und ich weiß ganz genau, wie das war. So war das. Ich schwebte da so über mir. Und unter mir huselten alle um mich herum. Die Schwester sagte, er ist fort. Aber ich schrie, nein, ich bin noch hier, hier oben. Die Bügeleisen verbrennen meine Brust, aber ich bleibe an der Decke kleben. Es ist zu spät, sagt der Unterarzt. Und Britney schreit, nein. Komme ich denn jetzt auf Britney? Was hat die denn zu suchen in meiner Geschichte? Britney Spears ausgerechnet. Was habe ich denn mit der zu schaffen? Jede Nacht um 4.15 Uhr mache ich auf. 4.15 Uhr, da war ich tot. 4.15 Uhr bis 4.17 Uhr. Ich muss gar nicht mehr auf die Uhr schauen. Ich wache auf und denke, es gibt mich noch. Wo war ich? Ich, ja, genau. Es ist die Zeit von MTV, da verzerrt das Bild oft. Der Fernseher kriegt viele Schläge. Martin ruft an. Du, ich habe mir das überlegt. Wenn du keine Lust mehr hast und keine Stimme, dann kann ich das Album sonst auch alleine machen. Ich sage, okay, das passt mir ganz gut. Ich wollte mir halt sowieso noch eine Kugel in den Kopf jagen.